Ja, servus, ja, Freunde. Zeit für ein neues, kurzes Video. Und zwar geht es darum, irgendjemand hat unter dem letzten Video, die Frage gestellt, welche Maps ich so rausvote. Und da dachte ich mir, da kann ich mal vielleicht ein kurzes Video dazu machen. Und zwar ist es so, so ein bisschen hängt das natürlich auch immer von der Fraktion ab, die man gerade spielt, ob eine Map gut oder schlecht ist, aber meistens lasse ich meine Votes tatsächlich gleich, auch wenn es tatsächlich vielleicht die eine oder andere Map gibt, die vielleicht für Allies gar nicht so schlecht ist, für Wehrmacht aber scheiße, aber ich wechsle jetzt nicht dauernd meine Votes. Grundsätzlich ist es mal so, Angoville habe ich grundsätzlich gewotet, weil ich die Map einfach hasse. Das war schon in COH1 so, das ist in COH2 immer noch so und auch obwohl die Map ja des Öfteren jetzt überarbeitet wurde, finde ich sie immer noch total scheiße. Deswegen habe ich sie grundsätzlich rausgewotet, obwohl man natürlich sagen muss, sie wäre jetzt nicht so schlimm zu spielen, aber ich mag sie halt einfach nicht. Ich mag das Layout nicht und ja, so ist es halt. Dann eine der neuen Maps, Bayeux, das ist halt eine absolute Katastrophe, gerade für Wehrmacht. Viel zu groß, viel zu weitläufig und Sideblocker überall und das hasse ich einfach und ist für Wehrmacht halt auch nicht so gut. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, wenn man zum Beispiel Sowjets spielt mit einem Conscript-Build gegen einen Wehrmachtler, dann wäre die Map halt relativ gut. Aber ja, ich hasse sie halt trotzdem und finde sie einfach schlecht und deswegen habe ich sie nicht drin. Crossing in the Woods ist gut, das ist zum Beispiel so ein Ding. Die lasse ich auch drin, wenn ich zum Beispiel US spiele. Obwohl, wenn man halt als US gegen Wehrmacht spielt auf der Map, ist halt auch nicht so geil, aber ich finde die Map halt grundsätzlich nicht so schlecht. Oder beziehungsweise ziemlich gut und deswegen lasse ich sie drin. Und auch als US kann man sich da ein bisschen adaptieren und dann passt das schon. Dann wieder eine neue Map, Ladoga Karelia, die sieht halt ganz cool aus, das war es aber halt auch schon. Auch katastrophal scheiße aus meiner Sicht. Gerade auch wieder für Wehrmacht. Und ja, da ist auch wieder der Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel Sowjets spielt, ist die eigentlich nicht so schlecht. Aber das ist einfach eine Katastrophe, das Ding. Dann ausnahmsweise mal eine Map, die relativ neu ist, die ich aber drin gelassen habe. Das ist Nexus. Ich hab sie früher immer gehasst. Hab mich aber irgendwie dran gewöhnt. Also selbst auch als Wehrmacht und so, gerade wenn man hier oben startet, also links oben, finde ich sie als Wehrmacht tatsächlich ziemlich gut. Und ja, also die hat natürlich ihre Schwächen, die Map, aber man kann sie auf jeden Fall spielen, das passt schon. Hier ist so ein Ding, manchmal lasse ich sie drin, manchmal nicht. Novgorod Outskirts ist aus meiner Sicht okay, sage ich jetzt mal, aber das Problem ist halt so ein bisschen. Ich finde, da kommt immer so ein seltsamer Spielfluss zustande. Also, die ist halt auch ein Ticken zu groß, finde ich, gerade auch für Wehrmacht. Aber generell ist es halt so, dadurch, dass sie so groß ist und sich so viel auf den Seiten befindet, splittet sich das Spiel immer so auf und das wird immer so ein Capping War. Also man läuft halt rum und versucht dem Gegner zu cutten, alles wegzucappen und bla bla bla. Und dann treffen da immer halt so einzelne Squads so irgendwo aufeinander und es gefällt mir irgendwie vom Spielfluss her nicht. Aber sie ist einigermaßen okay, also es gibt Schlimmeres. Dann Rechnaja Pereprava, das Ding. Ich habe es gestern mal wieder, weil mir, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich glaube, das hier ging mir auf den Sack. Dann dachte ich mir, ich probiere mal wieder die. Dann auch direkt ein Spiel bekommen und die ist halt wirklich katastrophal scheiße. Das ist genau das Gegenteil von der Map hier zum Beispiel. Sie ist viel zu klein.
Und ja, deswegen kann man da, also das ist wirklich auch echt eine Katastrophe. Die wäre gar nicht so schlecht, wenn sie einen Ticken größer wäre. Also die könnte man aus meiner Sicht relativ leicht fixen. Diese Scheiße da in der Mitte mit dem Fluss, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Aber okay, meinetwegen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, wäre sie eigentlich gar nicht so scheiße vom Layout her, wenn sie halt nicht so unglaublich klein wäre. Ist sie aber halt, und deswegen ist sie, finde ich, auch katastrophal scheiße. Das macht halt echt so gar keinen Spaß. Aber okay, dann, das ist so ein Ding. Vilshankar, das finden, die finden viele Leute echt ziemlich gut. Ich mag sie aber halt nicht. Das hat es ähnliche Gründe wie hier. Die ist so komisch in die Breite gestreckt und ich finde, die Cut-offs liegen ein bisschen komisch da und ja, also im Großen und Ganzen ist sie schon okay, muss man sagen. Das kann man schon machen. Das ist auch so eine Map, die ich ab und zu mal so tausche. Also ab und zu lasse ich Lost Lyder raus und nehme Vilshankar rein. Und da wechsle ich manchmal so hin und her. Also die haben beide so ihre Schwächen, die Maps. Und ja, deswegen. Ich bin kein Riesenfan von der Map, aber sie ist okay. Das Lost Lyder ist auch so eine Sache. Sie ist irgendwie ganz okay, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich schon auch ihre Schwächen. Ich finde, sie ist halt irgendwie, das sind zu viele Häuser und diese Scheiße da in der Mitte mit diesen Mauern und so. Also man kann schon ganz ordentlich drauf spielen und ich habe auch schon wirklich gute Spiele gehabt auf der Map. Aber mein Favorite ist sie auf jeden Fall nicht. Und gerade als Wehrmacht finde ich sie auch nicht so toll. Sie ein bisschen zu eng ist und so. Aber es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, die kann man schon spielen. Aber großer Fan bin ich auf jeden Fall nicht. Dann schauen wir mal noch so ein bisschen die anderen Maps an. Was ich auch am liebsten rausvoten würde, wenn ich Wehrmacht spiele, ist Arnheim. Da wurde auch einiges überarbeitet, so. Aber ich finde, sie ist immer noch unbalanced. Also wenn man im Norden startet, ist das immer noch scheiße. Wenn man im Süden startet, ist es, finde ich, okay. Aber man kann sie nicht als eine gute Map bezeichnen. Also gerade als Wehrmacht aus dem Norden finde ich sie immer noch relativ übel. Auch wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher. Dann Faymanville ist halt Faymanville, das passt schon mittlerweile. Auch wirklich gute Spiele drauf gehabt und ich finde sie irgendwie nicht so episch geil, wie viele Leute das immer sagen. Weil ich finde sie immer noch, das Layout ist immer noch ein bisschen komisch. Also sie ist sehr klein. Was die Länge angeht und dafür ist sie relativ breit und das finde ich irgendwie komisch. Also ich finde es irgendwie besser, wenn es umgekehrt wäre. Aber sie ist auf jeden Fall ganz gut. Das kann man auf jeden Fall lassen. Kolotni Ferma, das ist so eine Hassliebe. Da habe ich auch schon gute Spiele drauf gehabt, aber auch die wurde überarbeitet und ist jetzt definitiv viel, viel besser, als sie es früher war. Aber auch hier gilt, für Wehrmacht finde ich sie irgendwie nur so mittel. Weil ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Es ist halt, ja, sie ist mittlerweile in Ordnung. Lassen wir das einfach mal so stehen. Das kann man schon spielen, auf jeden Fall. Eigentlich mit jeder Fraktion. Langriskaya finde ich ganz okay. Das Einzige, was halt nervt, ist, wenn das Spiel halt dann immer so ausartet in so stundenlange Arty-Battles. Durch diese Zweiteilung durch die Mitte passiert das halt ganz zwischendurch mal, dass ja, einfach nur
von links nach rechts geballert wird. Die Fronten sind so abgesteckt und dann wird halt mit Arti hin und her geschossen. Das nervt dann so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie ganz okay. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie unbalanced ist aus meiner Sicht. Die, es ist zwar, auch die wurde überarbeitet, wie fast alle Maps. Das heißt, der Norden, der Start im Norden ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber grundsätzlich ist es halt schon so, dass der Süden, wenn man im Süden startet, das auf jeden Fall besser ist. Und sowas ist halt immer nicht so toll. Also gerade so Wehrmacht aus dem Norden oder so ist halt nicht so der Knaller. Es geht, also es ist jetzt nicht katastrophal schlimm, aber der Süden ist halt auf jeden Fall besser und das ist halt bei einer Map irgendwie nie so richtig gut. Crossing in the Woods ist wie gesagt gut, das passt schon. Es ist halt natürlich schon ein bisschen eine Wehrmachtsmap irgendwie. Wobei man sagen muss, man kann als Allies schon auch ganz gut drauf spielen. Also wenn man sich da so ein bisschen anpasst, finde ich das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, wie das immer alle sagen. Also hier so, dass das so die Wehrmachtsmap wäre oder so. Ist schon nicht schlecht für Wehrmacht, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich da als Sowjet drauf spielen muss oder als US oder so. Nexus haben wir schon drüber geredet, Novgorod auch. Crossroads ist eine gute Map. Da habe ich relativ wenig dran auszusetzen. Ja, also wirklich. Auch hier finde ich tatsächlich den Start im Süden ein bisschen besser wie im Norden, aber ich kann gar nicht so genau begründen, warum, weil das ja, sie ist ja mehr oder weniger wirklich gespiegelt, die Map. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ehrlich gesagt. Aber ich starte zum Beispiel sehr ungern als Wehrmacht aus dem Norden. Finde ich jetzt nicht so der Knaller, aber es geht auf jeden Fall. Crossroads Winter, dafür gilt das Gleiche. Sie ist wirklich nicht so schlecht. Auch hier habe ich relativ wenig dran auszusetzen. Das mit den Cut-Offs ist halt irgendwie eine coole Idee. Es ist aber ein bisschen zu krass. Also es wird halt, es geht halt wirklich, wenn man da drauf spielt, nur noch darum, auf den gegnerischen Cut-Off zu pushen, der hier so in der Mitte liegt, in der Mitte der jeweiligen Seite. Und das ist irgendwie schon ganz cool gemacht, aber auf Dauer nervt das irgendwie, finde ich. Und es sorgt irgendwie auch für einen relativ seltsamen Spielfluss, aber sie ist auf jeden Fall in Ordnung. Definitiv. Zu Lost leider habe ich auch schon was gesagt und warum ich Crossroads Winter hier zweimal drin habe, weiß ich nicht. ja, das ist es im Prinzip schon so im Großen und Ganzen. Das heißt, das sind die Maps, die ich so im 1 gegen 1 halt spiele. Vielleicht mache ich das auch noch für 2 gegen 2, mal gucken. Und ja, das soll es dann eigentlich schon gewesen sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Maps ihr katastrophal scheiße oder eben auch sehr gut findet. Und ja, damit soll es das dann gewesen sein. Wie immer, danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal und tschö.